Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Ja, ich werde oft gefragt, hör mal Gameblamer, wie kann ich mich eigentlich gut leveln in dem Spiel bei Dragon Ball Xenoverse? Und da habe ich einen ganz einfachen Tipp. Ihr seht, ich habe hier einen Charakter, der ist gerade mal auf Level 7, also noch gar nicht so alt. Habe ich jetzt extra eigentlich erstellt hier, um dieses Video aufzunehmen. Allerdings Level 1, habe ich festgestellt, ist ein bisschen zu gering, um diese Art von Farming zu machen, von XP-Farming. Aber mit Level 7 müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Ja, und zwar ist ganz wichtig, dass ihr vorher schon mal mit einem anderen Charakter das Spiel durchgespielt habt. Warum? Ganz einfach, damit ihr alle Missionen habt, inklusive Broly- und Bardock-Missionen. Sonst funktioniert das nicht. So, und als zweites braucht ihr bei Anpassen, bei Fähigkeiten, den blauen Hurricane. Wenn ihr nicht wisst, wie man den blauen Hurricane kriegt, Video blende ich hier über meinem Kopf jetzt hier ein. Das könnt ihr anklicken, da seht ihr, wie ihr den blauen Hurricane bekommen könnt. Der ist ganz, ganz wichtig für diese Sache. So, wenn ihr das ausgerüstet habt, ich habe übrigens mal eine Buu-Rasse genommen, weil mir jemand geschrieben hat, ich dachte, du wärst mal hier was Besonderes und nimmst mal die Buu-Rasse. Ja, und da ich schon einen Saiyajin auf Level 80 habe und einen Namekian auf Level 80 und einen Freezer auf Level 80, habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt machen wir das mal mit der Buu-Rasse. Ja, vielleicht wäre noch wichtig, bevor ihr das macht, dass ihr vielleicht mal guckt, ob ihr in Kampfobjekte da wenigstens auch ein paar Energiekapseln reingesetzt habt. Ich mache jetzt mal hier auch noch eine Gruppenenergie Z rein, um meine Mitstreiter zu unterstützen. So, und dann geht ihr in die Quests und startet das Parallelquest 52 Wehraffenfest, weil Wehraffenfest eigentlich so richtig easy ist. Ja, als erstes nehmen wir natürlich unseren Charakter und dann nehmen wir noch, wen wir wollen. Bei mir wären jetzt die Stärksten, am besten wäre natürlich, wenn ihr die Stärksten nehmt. Bei mir wäre das jetzt hier Super Saiyan 4, Vegeta oder Son Goku oder halt Broly. Ich nehme jetzt auch mal noch den Son Goku. Kriegt ihr übrigens, wenn ihr alle Parallelquests abgeschlossen habt. So, Wehraffenfest. Besiege Wehraffen. Bevor es jetzt hier losgeht, erstmal natürlich Ki laden, damit wir direkt voll durchstarten können. Und am besten ist, ihr nehmt erstmal hier das rechte Portal. Links wäre auch noch ein Portal. Aber das wäre dann von schwer auf einfach. Wir wollen jetzt erstmal von einfach auf schwer. Da seht ihr schon, Nappa, der Wehraffe, ist da. Wir fliegen auf ihn zu und machen direkt den Hurricane. Das Besondere am Hurricane ist nämlich, dass es eigentlich nur eine Abfolge ist von Grundangriffen. Man schlägt quasi die ganze Zeit nur zu. Und das ist das Besondere. Das ist, glaube ich, die einzige Attacke, die wirklich bei den Wehraffen wirkt. Weil wer schon mal gegen die Wehraffen gekämpft hat, der weiß, da gibt es eine grüne Leiste. Das ist denen ihre Ausdauer. Die muss erstmal runtergehauen werden, bevor man die Wehraffen selbst wirklich angreifen kann. Und da nützen alle Super-Attacken, alle Ultra-Attacken nichts, wenn man die macht. Die ziehen den Wehraffen nichts ab und die grüne Leiste sinkt so gut wie gar nicht. Ja, und deswegen, das ist das Besondere dann an dem blauen Hurricane. Der greift einfach an. Die grüne Leiste ist weg. Dann wird die blaue Leiste direkt angegriffen von denen. Alles tutti. Ja, und das Schöne am blauen Hurricane ist auch, da ihr so weit oben fliegt, werden die Wehraffen euch nur erreichen, indem sie hochspringen und nach euch schlagen. Kommt erst später vor oder auch seltener, als wenn sie jetzt unten da irgendwie zuhauen. Das ist nochmal so eine zusätzliche Absicherung, die man hat. Und zack, der erste Wehraffe liegt am Boden. So. Gucken wir mal eben. Oh, na, sind wir alle im Weg hier zu den Bergen. So, erstmal wieder Ki aufladen, damit wir auch direkt loslegen können. Ja, und richtet euch schon mal drauf ein, die Wehraffen werden immer schwerer. Vegeta braucht jetzt wieder ein bisschen mehr als Nappa und Bardock am Ende, das ist der ganz harte Knochen. Und wie gesagt, es kann passieren wirklich, dass sie mal hochspringen. Da sieht man schon Vegeta, der springt sehr, sehr gerne hoch und greift einen an. Deswegen passt auf, dass ihr vorher Energiekapseln ausrüstet, wirklich viermal. Ich habe jetzt gerade mitgekriegt, ich glaube, die Senso-Essenz, die konnte ich jetzt gar nicht einsetzen. Habe ich gar nicht ausprobiert gerade, ne? Ja.
Müssen wir gleich mal gucken, falls es soweit kommt. Das ist halt wirklich zur Absicherung. Ich habe nämlich festgestellt, bei Bardock nachher, wenn der sauer wird, dann ist er schon relativ oft in der Luft und klatscht einen da aus der Welt. So, und dann würde ich sagen, wir behalten den Timer oben mal im Auge. Ich spule das Ganze mal schnell vor, dann seht ihr ungefähr, wie lange ihr brauchen würdet, um das Ganze hier durchzuführen. Müsst ihr jetzt nicht die ganze Zeit euch hier noch 12 Minuten lang mein Gequatsche anhören, wäre ja jetzt Blödsinn. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Mission abgeschlossen ist. Bis gleich. Ja, meine Lieben, und da ist sie vorbei. 7 Minuten 53 haben wir noch übrig. Und als Bonus kriegen wir jetzt noch einen Patrouillenkämpfer drauf. Den machen wir natürlich auch noch. Der ist zwar nicht Grundvoraussetzung, aber mir fehlen eh noch 3 Dragon Balls gerade aktuell. Das ist das Schöne bei den Zeitpatrouille-Leuten, wenn die so ausgelöst werden, ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr, sehr groß, dass man einen Dragon Ball kriegt. Größer, als wenn man die irgendwo einfach so trifft und anspricht. Aber da halte ich es natürlich fast genauso. Ja gut, da bringt der Hurricane jetzt nicht so viel. Oh, oh, weg, 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 weg. Nein, gibt's doch nicht. Hey, lass meinen Broly in Ruhe. Wollte gerade sagen, kümmert euch mal um mich hier. Gibt's nicht. Gibt's nicht sowas. Ja, jetzt wäre ich froh natürlich, wenn ich da noch ein paar mehr Sachen ausgerüstet hätte, als nur den Ultra Hurricane. Ich weiß gar nicht, was ich an Spezialattacken hier überhaupt drin habe. Tyrannen-Ulan. Gucken wir mal, was das ist. Ah, okay. Streukamehameha habe ich noch. Ja, bringt natürlich nichts, wenn er wegfliegt. Mein Gott, das ist aber auch ein hartnäckiger Brocken hier. So, Materialobjekt erhalten und... ja, toll. So, von Level 7 sind wir jetzt gleich auf... Jetzt zeigt er erstmal Level 8. Level 25, das heißt, wir sind... 18 Level gestiegen. Durch einmal diesen Level spielen. 18 Level gestiegen. Hammer. Ja, also schneller kann man eigentlich gar nicht sich aufleveln. Nicht, vor allem nicht so einfach. Also wie gesagt, ich empfehle euch, wer auf ein Level, dann schön aufleveln. Und wir gucken mal eben in Attribute boosten. Haben wir auf einen Schlag 54 Attributpunkte, die wir vergeben können. Und wenn ihr weiter so leveln wollt, dann empfehle ich euch wirklich den ganzen Scheiß erstmal mindestens bis 50 Punkte in Grundangriffe reinzumachen und dann mit dem blauen Hurricane, dann könnt ihr dann so richtig schön da abräumen. Ja, ich hoffe, das Video war für euch informativ genug und es hat euch weitergeholfen und ja, lasst doch mal in die Kommentare da, ob ihr das gemacht habt und ob es euch geholfen hat. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag.
Und ja, stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.